Was geht euch Hallo durch zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ohne Fleisch kein Preis anzunehmen bei Hardcore in den Grizzly Hügel an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Aber ich bin sicher, das Video hilft euch auch in Viotelka Classic. Ihr seht, dieses feinfaseriges Workfleisch bekommt man von diesen streunenden Grauheuler. Okay, wie es aussieht, hat es 100% Chance. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob das genauso ist in Viotelka Classic. Würde mich interessieren. Und dieses Schaufelhornsteak gibt es logischerweise von diesen Langhuf-Fassfässer. Tada! Questgebiet ist ziemlich groß gehalten. Hier sind noch ein paar kleine. Hier ein größeres wieder. Ja, hier müssen wir diese Bauchheuler töten. Der ist verwackt? Nein. Und wie es aussieht, haben die 100%ige Drop-Chance. Sehr cool. Diesen Kolossen würde ich an eurer Stelle ausweichen, wenn ihr die Quest in Viotelka Classic macht. Das sind da Elite, soweit ich weiß. Aber ihr habt ja genügend Platz, um auszuweichen. Außerdem sind die ziemlich langsam. So. Hier gibt es noch mehr Mobs. Wunderbar. Und wir benötigen jeweils 10 Quest-Items. Und ihr seht, mit einem hochstufigen Charakter geht das Ganze ziemlich flott. Ich glaube, es hätte euch nicht geholfen, wenn ich die Quest gemacht hätte mit einem kleinstufigen Charakter, wo ich 10 Sekunden lang gegen einen Gegner kämpfe, oder? Hätte keinen Sinn gemacht. So, nun bin ich auch schon im anderen Questgebiet. In diesem hier. Mal schauen, was hier so abgeht. Aha, Wölfe. 10 von 10 Quest-Items. Dann brauche ich von diesen hier noch 3 Quest-Items. Hier sind schon mal 2. Ah, und da oben ist auch noch 1. 9 und 10. Quest ist bereit zur Abgabe. Wie ihr seht, kann ich fliegen. Ich halte mich aber am Boden. Ich denke mal, das hilft euch so. Also ich fliege nicht über Schluchten oder über Berge. Immer alles am Boden gut laufbar. So. Quest ist abzugeben bei Hardcore. Hallo. In den Grizzly Hügel. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.